Jo, was geht meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute habe ich für euch einen Glitch. Ja, mit diesem Glitch werdet ihr mich mit Sicherheit wieder tothaten und dass ich ein Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-Sohn bin und so weiter und so fort. Aber Glitch ist Glitch, ich lade Glitches hoch. Nach diesem Glitch wurde auch oft gefragt. Hier bitteschön, ein God-Mode-Glitch für euch, ein Solo-God-Mode-Glitch, der ja relativ einfach ist. Und zwar ist es so ein Teil von dem Money-Glitch, den ich gestern hochgeladen habe. Ihr braucht auch nicht viel dafür, ihr braucht einfach nur ein Casino-Penthouse und das war's. Ne? Also würde ich sagen, fangen wir mit dem Glitch an. Ihr geht in euer Casino-Penthouse, geht dann dort an das Telefon. Wenn ihr dann am Telefon wart, geht jetzt einfach nur auf Parkdienst und bestellt euch jetzt irgendein x-beliebiges Fahrzeug aus eurer Casino-Garage. Sobald ihr aber das Fahrzeug bestätigt, also mit X das Fahrzeug bestätigt, sofort das Pausenmenü drücken als Option, geht auf Online, geht auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Arena War und spammt dann durchgehend X. Ihr werdet jetzt ein kleines bisschen verbuggt sein im Hintergrund, ich werde es auch ein kleines bisschen verschnellern jetzt, denn ihr müsst jetzt warten, bis ihr in den Job gezogen werdet. Und sobald ihr dann im Job seid, müsst ihr sofort den Job verlassen, also sobald ihr dann seht, oh, Jobmenü, Kreis drücken, verlassen, dann spawnt ihr wieder auf der Straße. Jetzt ruft ihr euch einfach, oh, das habe ich am Anfang leider vergessen zu sagen, die Lester-Mission zur Basis heißt. Also es muss eine Basis heißt sein. Diese startet ihr dann. Wenn ihr diese dann gestartet habt, werdet ihr auch schon sehen, ihr seid in einem unendlich langen schwarzen Ladebildschirm. Jetzt müsst ihr nur noch einem x-beliebigen Freund oder irgendeiner Person aus der Community nachjoinen, die sich in einem anderen Zielmodus befindet. Also macht es am besten im freien Zielen oder ihr joint jemand nach, der sich im freien Zielen befindet. Ihr werdet dann die erste Meldung, die kommt, mit X bestätigen, die zweite Meldung mit Kreis ablehnen. Jetzt passieren zwei Sachen oder können zwei Sachen passieren. Bei mir ist es jetzt so passiert, ich bin unter der Map gespawnt. Dort müsst ihr jetzt einfach nur euer Criminal Enterprise Starter Pack öffnen, diese dann wieder schließen und dann aus dem Fahrzeug aussteigen. Wenn ihr jetzt direkt auf der Map spawnt, dann müsst ihr es natürlich nicht machen, dann seid ihr schon im God Mode. Die, wo jetzt unter der Map gespawnt sind, müssen jetzt einfach nur durch die Map fliegen, müssen dann auf der Map spawnen und befinden sich dann ebenfalls im God Mode. So einfach ist der Glitch, benutzt ihn aber wirklich nur fair, also geht jetzt nicht her und killt wahllos irgendwelche Spieler in den Lobbys. Ist ein bisschen uncool, ne? Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Wenn ihr richtig krass drauf seid, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.